Die Öhrenstraße, welche nah an der Fußgängerzone liegt, grenzt an den Pferdemarkt und den Paulusplatz mit der Berufsschule für Gewerbe und Technik an. Hier gibt es zwei Kneipen und mehrere Wohnhäuser. Auch der Römerexpress fährt durch diese Straße. Doch warum heißt sie eigentlich so? Könnte vielleicht, keine Ahnung, ein Held gewesen sein in der Nachkriegszeit oder sowas? Der Herr Öhren? Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist es auch ein Familienname oder ist irgendwas auf Platt. Trierer Platt kann ja auch sein, ne? Das stimmt nicht so ganz. Der Name Öhrenstraße leitet sich vom lateinischen Horea, den römischen Getreidespeichern am Moseufer, ab. Auf ihnen entstand später das Kloster Öhren, welches nachher als das St. Irminenkloster bekannt war. Die Straße wurde zum ersten Mal 1471 als Ohrengässchen nachgewiesen.